Willkommen, Freunde, bei einer neuen Runde im Kaffeeklatsch. Mein Name ist Erik von EMBRP. Wir haben wieder das altbekannte Team mit der Smiley von SBZ Let's Play. Hallo Smiley. Hi Leute. Hi Smiley. Dann ist dabei der Fox Commander. Hallöchen. Willkommen, Fox Commander. Und der Drantubaki von Drantubakis RP. Guten Tag alle zusammen. Hi. In die Schweiz, muss man dabei sagen. Wir haben heute das Thema Tech-Videos, cool oder nervig. Bevor ich anfange, möchte ich aber gerne mal, dass ihr euch kurz noch vorstellt. Also Smiley, hau mal raus, als einzige Dame im Team. Darfst natürlich als erstes. Ja, ich bin die Smiley von SBZ Let's Play. Jeder kennt mich mittlerweile unter Smiley. Ja, mein Channel besteht ja seit November letzten Jahres. Und im Moment muss ich sagen, weil ich da auch schon öfter Kommentare bekommen habe, ja, ich habe so den Survival-Fimmel momentan auf meinem Channel. genauso aber auch den Multiplay-Fimmel, denn wir machen ziemlich viel im Moment zusammen, was ich richtig gut finde. Ja, was wollt ihr noch wissen? Ich bin 29 Jahre alt, mache die Let's Plays als Spaß, als Hobby an der Freude und freue mich halt eben immer wirklich über die Community, die da zusammenwächst. Ansonsten, ja gut, mein Channel hat angefangen eigentlich mit Walking Dead, einer ganz bekannten Serie. Muss aber mittlerweile dazu sagen, da merkt man gleich den Unterschied zu früher und heute, denn da hat sich vom Kommentar-Style auch einiges verändert. Und ich hoffe, es gefällt euch die lebendige Art, manchmal auch die Aufregung, die ich auf meinem Channel fabriziere da. Okay, cool. Schön, dich dabei zu haben. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger. Ja. dann würde ich sagen, Dranto, du stell dich mal kurz vor, für die, die dich noch nicht kennen. Ja, also ich bin der Drantubaki von Drantubakis Let's Play. Mein Channel wurde am 28.05.2014 zwar gegründet, aber so richtig mit Let's Plays habe ich so viertes Quartal 2014 eigentlich begonnen. Angefangen habe ich mit Euro Truck Simulator. Unterdessen bin ich bei den Projekten Ark Survival Evolved gelandet, bei Out of Reach, bei GTA 5 The Story. Beim Twitch mache ich GTA 5 Livestreaming online und dann habe ich dank euch beiden, dem Eric und der Smiley Stranded Deep wieder angefangen. Geplante Projekte habe ich natürlich auch. Das wäre einmal das Projekt Aura, wo ich einfach zurzeit auf einen günstigen Preis warte. Geht mir vor wie bei den Börsen. Ja, das. Kaufe jetzt oder werd nie glücklich. So. Okay, gleich aufbrechen. Also kommt bei dir einiges noch. Cool. Fox, stell dich doch mal bitte vor. Jo, hallöchen. Also ich bin der Fox von Fox Commander. Bist du der Commander aller Füchse? Ja, sozusagen. Der Oberfuchs. Okay. Der Oberfuchs. Der Fuchs, der Förster. Da hat der man Förster hat Fuchs Angst vor mir. Zum Förster gemacht, oder ja? Nee, hau raus, bitte. Genau. Cool. Ja, wie gesagt, mein Kanal heißt Fox Commander. Früher hieß ich Fox Commander 30, bis die 30 sich mit einer 20 zusammengetan hat und dann habe ich die beiden einfach mal kurz rausgeschmissen. Mein Kanal besteht, muss ich sagen, seit 14. April 2014, habe aber mit Let's Plays erst seit November 2014. Mein erstes Projekt war Siphonfilter 1 für die PS1. Musste aber dazu sagen, dass es mein erstes Let's Play-Projekt war und da halt noch nicht so das Commentary ist, wie es sein sollte. Das hat sich natürlich mittlerweile deutlich verbessert. Ich habe zurzeit mache ich Let's Plays und Let's Retros. Im Let's Play-Bereich mache ich Resident Evil Revelations 2. Danach kommt mein erstes Facecam-Projekt mit Alien Isolation und im Let's Retro-Bereich habe ich zurzeit 3, war 1 für die PS1. Zusätzlich mache ich auch jetzt Multiplayer-Sessions mit der guten Smiley, mit den EMB und mit dem Drantubaki zusammen bei Hazard Ops. Und was so weitere Formate, kommen noch natürlich weitere Formate in diesem und nächsten Jahr dazu, was so weiter dazu kommt, das werdet ihr in den kommenden Wochen und Monaten erfahren. Ja, und das wäre es erstmal von mir. Wieder gebe ich ab zum Hellcom sozusagen. Ja,
Finde ich sehr gut. Passt auch zu dem Stil, beziehungsweise zu dem, was wir heute besprechen wollen, weil heute geht es ja um Tech-Videos. Das heißt also Videos, die in der Community quasi, ich mache ein Video, wo ich mich kurz vorstelle, wo ich Fragen beantworte, die ich dann meinen Freunden, meinen Kollegen, meinen Mitarbeitern, meinen anderen Let's Player, Freunden, Kollegen, Bekannten, wo ich die einfüge und dann auch sage, ich habe hier 10 Fragen, 5 Fragen, 20 Fragen, beantworte mir die. Da muss ich sagen, ist mir auch persönlich aufgefallen, es gibt viele Leute, die sagen, boah, voll geil, taggt mich, Leute, taggt mich, bis ihr schwarz werdet, bis ich tot umfalle. Und es gibt viele Leute, die sagen, hau mir ab mit der Scheiße, finde ich sehr nervig. Unser Thema, wie gesagt, heute, Tag-Videos, cool oder nervig, würde ich doch einfach mal an die Smiley abgeben, als Dame im Team immer den Vortritt natürlich. Und hau mal raus, deine Meinung dazu. Also meine Meinung ist dazu, ich bin darauf äußerst positiv gestimmt. Denn ich kann zwar nicht sagen, ich liebe diese Tech-Videos, aber es ist eine vollkommen coole Sache, finde ich. Ich mache die super, super gerne. Ich bin auch um jedes Tech-Video froh, weil man sich halt eben einfach untereinander super kennenlernt. Auch gerade mit den Let's Playern, wo man jetzt viel zu tun hat, finde ich es halt eben eine super Sache, denn man kommt so oft nicht zu irgendwelchen Fragen. Man bespricht verschiedene Themen gar nicht, weil man einfach zusammen zockt und dann anderes im Kopf hat. Und so ein Tech-Video, finde ich, macht einfach nochmal ganz, ganz viel aus, weil man wirklich sich einfach kennenlernt. Also ich bin da super positiv, definitiv her mit den Fragen. Okay, super. Fox, wie sieht's bei dir aus? Was ist deine Meinung dazu, zu den Tech-Videos? Ja, also ich finde es auch super, weil man so ja, wenn man normalerweise so zusammenspielt, ja nicht viel vom Let's Player oder YouTuber halt erfährt. Weil man dann halt mit dem Spiel selber befasst ist. Und am Anfang muss ich aber sagen, als ich getaggt wurde, hatte ich so ein bisschen Zweifel dran, ja, machst du das und so. Man bringt ja irgendwie ein bisschen was Persönliches mit den Videos ein und vielleicht ist es dann auch wieder zu persönlich, aber mir, also aus meiner Sicht finde ich die richtig geil. Man erfährt halt Sachen, die man so nicht erfährt und man lernt den anderen besser kennen. Und man baut da so ein bisschen so eine Verbindung zu dem anderen, zu denjenigen auf. Weil man taggt ja meistens ja nur die, mit denen man eh schon die meiste Zeit irgendwie zu tun hat. Also die bekannten Leute, sagst du, oder? Ja, weil man taggt ja halt wirklich die Leute, mit denen man am meisten zu tun hat und von denen will man ja auch gewisse Sachen dann auch wissen. Was ich natürlich gut finde, ist auch, dass die Fragen jetzt nicht zu sehr ins Persönliche reingehen, sondern wirklich auch so mehr wirklich auch oberflächlich sind, jetzt nicht so zu sehr persönlich, was für Gebrechen hast du oder so, weißt du? Was für Gebrechen? Ja, zum Beispiel, was für Krankheiten hat man und so, oder was für sexuelle Fantasien, naja, wisst schon, was ich meine, hier irgendwie. Ja, und das ist der dann Fox hier wieder. Ja, man muss es ja ansprechen irgendwie. Klar. Und das finde ich gut. Ich verstehe aber auch Leute, die sagen, naja, nee, irgendwann reicht's und so. Aber ich mache es gerne. Ich persönlich mache es gerne und würde es wieder machen. Also du bist eher auch positiv darauf, auf den Aspekt in der Form. Klar, es gibt auch Fragen, sage ich jetzt mal so, wo manche vielleicht nicht beantworten wollen würden. Fängt ja schon an, was arbeitest du privat? Also privat im beruflichen Sinne. Ja. Weil viele von uns in der Community halt das nicht hauptberuflich machen in der Form. Und dann halt dementsprechend auch einen Job haben, wo man vielleicht nicht unbedingt so öffentlich breit treten möchte, sage ich jetzt mal so. Meinst du das auch in dem Bereich, wo man sagt, okay, die Frage geht mir eigentlich auch schon persönlich zu weit? Ja, also man muss ja jetzt nur nicht, ich habe auch überlegt, als ich vor kurzem die Frage gehabt habe, was machst du beruflich, wie umschreibst du das, weil es gibt ja auch Bosse von Firmen, die sich ja gerne mal nicht nur Facebook, sondern auch YouTube mal genauer anschauen. Und wie umschreibst du das am besten, was du da machst? Und wie am besten so, dass derjenige nicht, also dass die Firmen nicht wissen, dass genau über diese Firma redest? Und das habe ich so gemacht. Und man muss halt sich vorher genau überlegen, was man sagt und wie man es umschreibt. Wenn man es richtig macht, dann wird man auch von dem Unternehmen auch keinen Ärger kriegen. Und man hat es dann auch nicht so zu persönlich gemacht. Das ist ja auch oft so der Fall. Ich sag mal so, dass Leute, die, ja, ich sag mal, in Firmen sind oder so, die gucken sich ja dann auch schon Facebook an oder die ganzen Netzwerke und ja, ne, in der Form meinst du das halt so in der Geschichte? Ja, das einzig Gute ist ja, dass die jetzt nicht die
Daten kriegen von YouTube. Also ich glaube, oh, nicht jeder tut seine ich weiß jetzt nicht, ob muss man da eigentlich, wenn man YouTube sich anmeldet, die persönlichen, also die Namen und so angeben, weiß ich jetzt gar nicht, die Adresse und so weiter. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber auf alle Fälle, selbst wenn, die werden ja nicht einfach so rausgerückt an irgendwelchen Dritten, die mal fragen, hier, ich bin von dem und dem Unternehmen und da möchte ich jetzt mal die Adresse haben oder die Daten, ob die da vorhanden sind. Man da auch sagen muss, also erstens, was geht die das an? Ja, ich arbeite, das ist nämlich auch das, wenn ich jetzt in einer Firma arbeite, dann bin ich nicht deren Sklave, sondern ich arbeite da, weil ich mich dafür entschieden habe, da zu arbeiten oder einfach, weil ich meine Familie ernähren musste oder was auch immer, aber ich bin zwar weisungsgebunden, aber ich bin kein Sklave, weißt du, was ich meine? Und das ist auch wieder, aber das ist ein anderes Thema, wenn ich eine qualifizierte wenn ich selber qualifiziert bin und die Stelle stinkt mir, dann kann ich sagen, ich habe noch 2, 3 Firmen in der Hinterhand, die wollen mich. Und da könnt ihr mich am Arsch lecken. Entweder macht ihr ordentliche Arbeitsbedingungen oder ihr bleibt da, wo der Pfeffer wächst, so in der Form, weißt du? Ja. Also ist natürlich eine heiße Kiste, klar, logisch. Ja, zumal man sich da auch fragen muss, was geht denn das persönlich an? Das ist das, wenn ich auf Arbeit gut arbeite, dann ist es doch scheißegal, was ich privat mache. Genau, das ist ja auch wieder die Sache, ne? Also, ich sag's mal so, klar, wenn du jetzt die Firma in Mitleidenschaft ziehst, in der Form, weißt du, was ich meine? Also kurze Anekdote, wer die Plattform Xing kennt, da ist es zum Beispiel mitunter so, oder auch andere soziale Netzwerke, wenn du selber schreibst, ich bin bei der und der Firma, dass Anwälte dich anschreiben und sagen, du hast da Werbung gemacht für deine Firma, obwohl du einfach nur geschrieben hast, ich bin bei der Firma, und dann kriegst du von den Anwälten auf den Sack, weil du ja Werbung machst für deine Firma. Weißt du, was ich meine? Also es ist mitunter, Internet ist halt vielfach auch rechtlich noch eine Grauzone. Aber wie gesagt, zu unserem Thema zurückkommt, also du sagst auch eher positiv, sehr positiv. Ja. Findest du coole Sache? Ja, also wie gesagt, so erfährt man ja nichts untereinander. Man kann zwar mal Nachricht schreiben, hier, was machst du das und das, aber meistens kriegst du ja darauf ja nie eine Antwort. Mhm. Wenn du jetzt getaggt wirst, musst du nicht machen, kannst du machen, aber es ist ja eigentlich schon mal, meistens sind die Leute, die sich ja meistens schon irgendwie so ein bisschen ausgetauscht haben, taggen sich ja gegenseitig. Und da hat man schon so eine Art Sympathie aufgebaut. Und da macht man das eher noch gerne, als wenn man als wenn ein YouTuber eintaggt, mit dem du noch gar nichts irgendwie zu tun hattest. Mhm. Und obwohl ich sagen muss, also es wird natürlich auch schon Sinn machen, wenn man getaggt wird von Leuten, die man nicht so gut kennt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Um sich halt mehr auszutauschen in der Geschichte, kann man sagen, weißt du? Also natürlich, klar, man taggt eher die Leute, mit denen man sehr viel zu tun hat. Einfach mal, hau mal raus. Also du bist auch eher, oder du sagst auch eher, ich werde eher von den Leuten getaggt, die mich kennen oder die ich kenne in der Form. Ja, aber selbst, dafür würde ich auch ins Grübeln kommen, wenn ich erstmal einer taggen würde, mit denen ich jetzt nicht so gequatscht habe. Aber im Endeffekt erfahren die, mit denen ich noch gar nichts zu tun hatte, ja eh durch das Video was von mir. Also im Endeffekt erreichst du ja die sowieso, wenn du das Video hochlädst. Mit denen du halt quasi vorher noch nicht so viel Kontakt hast in der Form. Genau. Das heißt, eigentlich ist ein Tag-Video auch eine coole Vorstellungsmöglichkeit, um einfach mal den Let's Player, also die Person hinter den Videos, besser kennenzulernen. Ja, zumal nicht nur unter den Let's Playern oder YouTubern baust du eine Verbindung auf, sondern auch zu dem Zuschauer. Der Zuschauer fühlt sich mit dir eher verbunden, als wenn er nur die Kanalinfo sieht und vielleicht noch ein paar Infos unter dem Video. Also er baut dann im Endeffekt, der Zuschauer selber baut dann, wenn er hört zum Beispiel, wie bei mir, Dreischichtsystem, boah, der tut da übelst sich kaputt arbeiten auf Arbeit und kommt heim und nimmt auf, da baust du doch eher eine Verbindung auf, als wenn du weißt, ach hier, der macht hier die Beine hoch oder halt, der hat so viel Geld, dass er gar nicht arbeiten muss. Weißt du? Da brauchst du eher eine Verbindung auf zu denjenigen, weil er quasi auch zu deiner, wie soll ich das sagen, ja, nicht zur untersten Schicht, aber ich sag mal so also quasi einer von dir ist. Also, auf einer Wellenlänge in der Form. Ja, genau, also. Mhm. Drantubaki, allgemein, deine Meinung zu den Tech-Videos? Ja, also ich finde eigentlich die Tech-Videos auch gut. Ja, wenn man dein Mikro. Dazu zur Erklärung, gerade hat's, also als der Drantubaki ins TS gejoint hatte, hat er extreme Störungen gehabt vom Mikrofon. Dann ist er raus, hat es nochmal gemacht, dann lief alles ordentlich und jetzt scheint es wirklich, also sehr, sehr du hörst uns aber noch, ne? Und wir hören ihn nicht mehr. Drantubaki, wenn du das hörst, bitte melde dich. Okay.
Gut, im Moment ist ja sowieso so, dass ziemlich viele Probleme da sind. Ja gut, er hat ja aber selber gesagt, dass es von seinem Mikro eher der Fall ist. Mhm. Okay, ich hoffe, das klappt gleich nochmal, dann joinst du und dann, wenn er dran tut, join. Ja, jetzt haben wir wieder. Okay, habe ich immer noch Störungen? Nee, jetzt geht's wieder. Okay, aber jetzt muss ich zuerst... So. Hätte ich jetzt gesagt, hau mal raus deine Meinung dazu. Zu den Tech-Videos allgemein. Cool oder nervig? Jo, ich sag's mal so. Also, ich find's an und für sich eine coole Sache. Ich muss nur schnell dran anhängen. Leute, wundert euch jetzt nicht, warum dass ich jetzt in Play nicht am Playen bin, sondern gerade meine Soundprobleme korrigiere. So, okay, kommen wir zurück aufs Thema. Tech-Videos gut oder nervig? Also ich persönlich, ich mache ja selbst auch bei Tech-Videos mit und finde das Ganze wirklich eine super Sache. Weil man kann so von sich aus viele Sachen preisgeben, wo man sonst nicht so einfach rausgeben kann. Es kommt immer halt auch wirklich darauf an, wie wir jetzt vorhin schon diskutiert haben, welche Fragen sind es, wo gestellt werden? Also inwiefern gehen die Fragen ins Privatleben rein? Wie viel möchte ich vom Privaten äußern? Aber ich denke, jeder kann dann, wo die Tech-Videos beantwortet, auch selbst entscheiden, diese Frage ist mir zu heikel, die mache ich nicht. Das ist, glaube ich, immer noch gestattet bei Tech-Videos. Das heißt, du bist dann auch nicht jemand, der sagt, du hast die Frage nicht beantwortet, du bist ein Arsch, so in der Form, um es jetzt mal drastisch zu formulieren, sondern du sagst, kann ich nachvollziehen, wenn du die Frage nicht beantworten möchtest. Ja, also... Sag mal, wenn jetzt, wie der Fox gesagt hat, welche Krankheiten hast du? Da gibt es ja Leute, die das sagen, weil ich habe Rheuma oder, wie heißt das Ding mit der Haut? Ja, Neurodermitis. Dankeschön, ja. Also ich habe Neurodermitis und es gibt natürlich Leute, die sagen, nee, möchte ich nicht sagen, weil keine Ahnung was. Also das ist so die Geschichte, ne? Das heißt, du sagst auch, klar, wenn ich getaggt werde und es sind Fragen, die ich nicht beantworten möchte, dann sage ich das auch. Möchte ich nicht beantworten und du bist aber auch jemandem nicht böse, wenn er das jetzt so macht in der Form. Nee, also ich sage jetzt, wenn es wirklich ein Grund ist, wenn es jetzt irgendwie so eine Frage ist, was isst du am liebsten und du sagst, nee, das möchte ich jetzt nicht sagen, weil das niemand was angeht. Das ist ja eigentlich, ja, spielt ja nicht so eine Rolle, ob man jetzt weiß, was du jetzt gegangen ist oder nicht. Aber jetzt, wenn es um die eigene Gesundheit geht, da gesundheitliche Probleme, das ist sowieso so ein heikles Thema. Das, na gut, um da einzuhaken, also es gibt viele YouTuber, Let's Player, YouTuber allgemein und auch viele Leute bei sozialen Netzwerken, die schreiben hin, was sie gegessen haben, wann sie Stuhlgang haben, welche Krankheiten sie haben. Und es gibt auch viele, die sagen, ich habe Diabetes oder das auch immer, die einfach sagen, das habe ich halt, was soll ich dagegen machen? Weißt du, so in der Art. Also per se würde ich, ja, also es kommt da wirklich auf die persönliche Meinung an. Meinst du das eher so in der Form? Auf das, was der persönlich, was jemand selber dazu sagt? Ja. Also per se. Also natürlich, jeder kann natürlich selbst für sich entscheiden, wie geht er mit seiner Krankheit um und so weiter. Aber ich sage jetzt, manche möchten auch gar nicht wissen, also manche möchten auch gar nicht, dass die Öffentlichkeit wirklich so Intimes von jemandem kennt. Oder? Und das ist natürlich, schlussendlich kann jeder selbst sagen, du, mir ist es eigentlich egal, ob ihr das wisst, ich habe das und das. Jetzt wisst ihr auch, woran das ihr bei mir seid, wenn ich mal irgendwie von einem Let's Play oder bei einem Video mal so und so bin. Wisst ihr wenigstens, warum. Also, daher, das ist natürlich jedem alles selbst überlassen. Also, es gibt solche Menschen und es gibt solche Menschen, die mit ihrer Gesundheit offen umgehen können. Also, und es gibt halt eben solche Leute, die lieber Intimes, Krankheit, körperliche Behinderung und so weiter, ist ja eigentlich ein Intimthema, wo sie halt nicht freigeben wollen. Aber ich denke mal, bei den Tech-Videos kommen die, wo die Fragen stellen, die überlegen sich schon wirklich gründlich, was für Fragen möchte ich vom anderen wissen und inwiefern sind diese Fragen menschlich? Und auch, glaubst du? Ich hoffe mal. Ich hoffe. Also ich sag's mal so, grundsätzlich auch zu den ganzen, wie soll ich das erklären, zu diesen Challenges. Da gibt's ja solche Sachen, die eigentlich, diese Challenge mit der Ice Bucket, die war ja für was? MS, glaube ich, ne? Eigentlich gedacht.
Ja, mit dem Spenden, ja. Ja, dass man wirklich, wer nicht spendet, soll sich einen Wassereimer über den Kopf schütten, um einfach auf dieses Thema mal aufmerksam zu machen in der Form. Und daraus wurde dann bei Facebook, glaube ich, eine komplette Challenge in der Form, ohne dass man eigentlich noch das Thema Krankheit oder MS, glaube ich, angesprochen hat. Das war natürlich sehr schade, weil wenn ich mir so überlege zum Beispiel, ich möchte auf eine Krankheit hinweisen, brauche vielleicht Spendengelder für irgendwelche Leute, die Organe brauchen oder sowas in der Art. Und dann wird daraus einfach nur Challenge, weil es cool ist. Oder was neu rumgeht, wer hat es erzählt, ich weiß gar nicht mehr, mit dem Pillenfressen, bis man Aspirin fressen oder so ein Dreck. Ja. Also wo wirklich die Kinder, die vom Computer sitzen, animiert werden, sich irgendwelche Aspirinpillen reinzuschmeißen. Sowas in der Art. Also manchmal denkt man schon, dass das nicht so wirklich überlegt ist. Weißt du, was ich meine? Oder zum Beispiel, ich wähle 10 selber Fragen und ja, was nehme ich jetzt? Ach, keine Ahnung, habe keine Zeit und ich nehme das und das und das die Frage. Meinst du das eher, also du meinst eher schon, dass der überwiegende Teil der Leute, die so Tech-Videos rausbringen, dass die das wohl überlegt machen in der Form, also dass die auch was damit erreichen wollen? Oder wie verstehe ich das? Ja, also ich sage, so ein Tech-Video soll ja eigentlich auch einen Sinn dahinter haben. Also es geht ja, du als YouTuber hast ja im Prinzip die Möglichkeit, wie eigentlich jeder Superstar, also Sänger, Fernsehstar, Filmstar, all die haben ja eigentlich Möglichkeiten, irgendetwas bei der Menschheit zu bewirken oder einfach irgendwas in Bewegung zu setzen, um irgendwas zu erreichen. Und du als YouTuber hast im Prinzip auch diese Möglichkeit, zwar nicht in der Größe, wo ein Filmstar oder wirklich ein Musiker oder ein prominenter Persönlichkeit halt hat. Obwohl man da sagen muss, manche YouTube-Stars haben, also PewDiePie zum Beispiel hat 35 Millionen Abonnenten. Also ich glaube schon, wenn der irgendeine politische Meinung preisgeben würde, dass der schon einiges an Content, einiges an Leuten finden wird, die diese Meinung dann auch teilen oder weiterverbreiten. Also da kann man schon wirklich deswegen bin ich auch so überzeugt von YouTube, es ist einfach das bessere Fernsehen. Im Fernsehen wird dir vorgesetzt, was hast du zu gucken, und bei YouTube kann ich selber entscheiden, welches Video schaue ich mir an. Mhm. Das ist so ist ein anderes Thema, haben wir glaube ich auch noch auf der Agenda, ist schön im Kalender aufgeschrieben, französisch Agenda, Kalender, ne, nur so. Und aber grundsätzlich, also bei den Tech-Videos ist natürlich eher auch so die Geschichte, dass man sehr viel auch von sich selber preisgibt. Das ist richtig, ja. Okay. Super. Fox, was sagst du dazu? Sind manche Sachen eher privat oder sind manche Sachen eher, wo du sagen würdest, nee, das kann man ruhig erzählen? Ja, wenn man was als privat bezeichnen könnte, vielleicht das Berufliche, aber ich habe jetzt noch nicht das Gefühl gehabt, dass da jetzt was drin war, wo meine Privatsphäre so ein bisschen übers Internet breitgetreten wird. Hätte ich das Gefühl gehabt, hätte ich auch gewisse Fragen nicht beantwortet. Mhm. Solange es wirklich nicht zu persönlich wird, welche Fantasien hast du bei gewissen Dingen oder welche Krankheiten hast du? Ja, da ist ja auch schon wieder, habe ich die ganze Zeit überlegt, wo der Trantobaki gesagt hat, da habe ich auch gedacht, wäre auch nicht gut, das zu sagen, selbst wenn man weltoffener Mensch ist oder beziehungsweise so offener Mensch ist, dass man denjenigen gegenüber alles erzählen kann, weil ich glaube, es gibt auch viele Leute auf YouTube, die das gerne hätten, um denjenigen dann so ein bisschen zu mobben oder halt ein bisschen runterzumachen, weil das eine schöne Angriffsfläche bietet. Ich persönlich würde das, wenn man überhaupt sowas hat, dann würde ich wegen Krankheiten das nur Leuten erzählen auf YouTube, denen ich dann, wo ich vertraue, weiß, dass die da wirklich keinen Scheiß mitmachen, weißt du, dass die das nicht den nächstbesten erzählen oder beziehungsweise ein Video drüber machen und sagen, ey, hier, der YouTuber mit den Namen hat das und das. Und wie gesagt, bis jetzt habe ich jetzt noch nicht das Gefühl gehabt, dass das zu sehr ins Private reingeht. Mhm. Oder so. Miley, deine Meinung zu den privaten Sachen? Also ich habe bisher auch noch keine Fragen gestellt bekommen, die ich für mich persönlich sagen kann, die wären mir zu privat. Mhm. Wird das aber auch handhaben wie die anderen beiden. Also ich würde, wenn es irgendwas wäre, was zu privat wäre, würde ich diese Frage dann auch halt eben nicht beantworten. Würde ich aber auch ganz offen sagen, aus welchen Gründen im Getaggt-Video
Denn es hat ja jeder, wie gesagt, seine Privatsphäre und jeder entscheidet da anders drüber. Aber persönlich hatte ich bisher auch noch keine anderweitigen Getaggt-Videos gesehen, wo irgendwas zu privat jetzt rüberkam. Hm, okay. Finde ich auch gut. Also man sollte da immer auch offen und ehrlich drüber sprechen. Also auch wenn man was nicht möchte. Ja, vielfach ist es ja so, dass halt auch vielfach immer Ja gesagt wird, um Ruhe zu haben einfach. Aber wenn Sachen einfach unter der Gürtellinie sind, dann muss man auch offen darüber reden. So, gut, super. Okay. Also von euch, wie ich das jetzt so merke, ihr seid eigentlich dem Taggen oder dem Getaggt werden positiv, so in der Breite, kann man sagen? Ja. Okay, ja, sehr gut. Super. Wie gesagt, also es gibt manche Leute, wo ich auch schon getaggt habe, ich habe ja auch schon mehrere getaggt, wo mir dann gesagt haben, ja, ich mach's jetzt, weil du mich gefragt hast, aber ich möchte es nicht mehr. Ja. Diese Geschichte ist das. Muss ich natürlich absolut respektieren. Wenn jemand sagt, ich möchte das nicht, bitte. Ich danke nochmal dafür, dass du es dann gemacht hast bei dem Video, aber ich werde es auch anerkennen. Das heißt also, bei den nächsten Videos werde ich euch dann auch nicht mehr taggen, logisch, klar. Mhm. Obwohl ich selber sage, ich finde es auch persönlich eine sehr gute Sache, weil wir uns dann auch selber mal ein bisschen kennenlernen in der Form. Also normal ist es, ich quatsche da auch sehr viel auch über Privates oder meine Meinung in Rising zum Beispiel, nehme ich täglich auf. Wer das geguckt hat, habe ich über mein Sportleben geredet und was ich sonst so gemacht habe und. Also es ist auch viel Privates. Wobei ich aber auch sagen muss, ein Tag-Video an sich, das geht ja dann rein um den YouTuber an sich und nicht irgendwie das Spiel vorzustellen oder gewisse Spielmechaniken, sondern rein um den YouTuber. Seht ihr das genauso oder? Ja, ja, definitiv, schon. Ja. Mhm. Okay. Cool, dann sind wir uns wirklich mal alle drei einer Meinung. Alle vier, Entschuldigung. Kann sich jetzt der oder die vierte im Bunde angesprochen fühlen. Also wir sind definitiv alle vier einer Meinung, was das Thema angeht. Und ja, wie gesagt, haut in die Kommentare eure Meinung. Schaut bei den Channels vorbei. Sind überall unter jedem Video von uns verlinkt. Die anderen Channels der anderen Teilnehmer. Und ich sag mal so, ist ein interessantes Thema. Wenn ihr Themen habt, die ihr gern von uns besprochen haben wollen würdet, haut's in die Kommentare. Weil wir sind immer froh, wenn wir Kommentare bekommen, denke ich, ja. Ja. Und, cool. Ja, was ich noch anspringen wollte, machen wir das jetzt so, wie ich mal vorgeschlagen hatte? Dass wir ja so drei Themen rauskristallisieren und dass die Zuschauer dann in den Kommentaren aussuchen sollen, welches Thema wir nehmen. Sehr geil, dass du es ansprichst, Fox. Sehr geil. Super. Also grundsätzlich ist es so, wir haben jetzt ein Thema und für nächste Woche kommt noch das Thema Haters und wie man damit umgeht. Als Let's Player, beziehungsweise auch allgemein in der Schule, Mobbing und der ganze Dreck. Das werden wir auf jeden Fall nächste Woche noch ansprechen. Aber was der Fox, der hat es gestern beim Multiplay nochmal vorgeschlagen, finde ich eine super Sache. Wir haben gewisse Themen jetzt, also wirklich, ich nehme mal das Beispiel Spiele früher und heute, wie haben sie sich verändert? Wie fängt man an zu Let's Playen? Die Frage kommt auch öfters, wie verändert einen der Erfolg? Was ist Campen im Spiel? Also von wirklich von Themen, die rein auf Spiele basiert oder auf Konsole, auf ne, also Videogames an sich, bis hin zu anderen Themen, wie zum Beispiel Spieler, die anderen Spieler in den Spielfass aufnehmen, trotz Grippe, Noob-Bashing und so weiter, also viele Themen. Und klar, können wir das gerne machen, Fox. Also ich würde sagen, nächste Woche Haters, wie damit umgehen. Welche drei Themen würdest du vorschlagen? Oder ich würde sagen, zwei Themen im Video. Dass wir wirklich sagen, okay, wir machen nächste Woche Haters und übernächste Woche dann bringen wir dann zwei Themen, wo wir uns drauf geeinigt haben, wo vielleicht sehr interessant sind, wo die Zuschauer dann entscheiden. Würde ich so machen. Danke. Welche zwei? Nee, das können wir ja dann nächste Woche. Ja, meine ich sagen, ja. Aber nächste Woche machen wir die Haters noch, weil ich finde das Thema persönlich auch sehr interessant. Gibt's ja auch ewig lange Diskussionen darüber, wie man mit Haters umgehen sollte. Haters oder Hatern. Und ich denke, das Thema ist für alle eigentlich interessant, zumal das ja auch wirklich im Bereich mitunter Mobbing und auch schon so in der Form, ja, reingeht. Das heißt also ein sehr interessantes Thema. Und dann machen wir das nächste Woche wirklich so, dann habt ihr die Wahl zwischen zwei Themen, könnt entscheiden, was wollt ihr besprochen haben von uns. Und dann werden wir uns dann auch eine Woche lang darauf vorbereiten können, indem wir Hintergrundinfos sammeln und. Ich denke, das machen wir so. Mhm. Cool. Hey, dann sind wir jetzt fertig. Hat noch jemand ein abschließendes Wort zu sagen, Smiley?
Mich würde halt eben einfach mal noch kurz an unserer Community, die unsere Videos jetzt schauen, vielleicht mal so ein bisschen interessieren, die Meinung der anderen, die das halt schauen, wie finden die Getaggt-Videos? Wurden sie selber schon mal getaggt oder sind vielleicht auch welche dabei, die sagen, mache ich wirklich nicht so gerne? Weil, wie du angesprochen hast, hat auch ich das bei mir schon gehabt, dass welche wirklich gesagt haben, ich mach's, weil du es bist, halte aber auch nicht so viel von. Und würde mich halt eben einfach mal interessieren, die Leute, die unsere Videos jetzt hier gucken, wie die das so sehen, die Meinungen einfach, dass wir da vielleicht ein bisschen was aufgreifen können. Sehr gut, haut es in die Kommentare, Leute, eure Meinung. Fox, noch ein Wort? Nö, ich bin befriedigt sozusagen. Wunschlos glücklich, haben wir es geschafft, dich zu befriedigen. Ja, endlich, wurde mal Zeit. Okay, super. Wenigstens etwas heute. Super. Okay, Drantu, noch irgendwas Abschließendes? Ein abschließendes Wort? 1, 2? Ja, nee, bin wieder da. Also ich muss nur schnell sagen, also Fox, bei dir braucht es nicht viel, um dich zu befriedigen. Ja, warum? Also ich meine ja, ich bin ja schon so befriedigt, wenn dann halt noch so ein kleiner Zusatz dazu kommt. Okay, Leute, ich danke fürs Zusehen. Wie der Fox zu befriedigen ist, wie er ihn überhaupt befriedigen könnte. Muss. So viele Wünsche. Ich sag danke fürs Zusehen, Leute. Gehabt euch schon. Bis dahin. Tschüss.